Verena hat zwei künstliche menschliche Wesen erschaffen und ihnen das Wissen einer KI verliehen. Anschließend schickte sie die beiden mit einem getarnten Drohnenschiff zur Erde zurück. Das Drohnenschiff ist technisch ausgestattet mit einer KI, einem Replikator und Bewaffnung. Die Agenten wurden so entwickelt, dass sie bei medizinischen Untersuchungen als echte Menschen durchgehen können. Als letztes Mittel tragen sie außerdem eine Schockwaffe in ihrer linken Hand sowie einen Notfalltransporter. Die Aufgabe der Agenten besteht darin, sich dem wiederauflebenden Syndikat anzuschließen, um letztendlich an die Spitze des Syndikats zu gelangen und den Weg für eine bessere Zukunft der Menschheit einzuschlagen. Offiziell agieren die beiden Agenten Lea Wang und Liam Wong als lizenzierte Detektive. Inoffiziell haben sie Kontakt zum Syndikat aufgenommen und eine kleine Bande innerhalb des Syndikats identifiziert. Diese Bande hat heimlich Gelder vom Syndikat gestohlen. Nachdem Lea Wang dies Lu Jim, dem Boss der mittleren Ebene, gemeldet hatte, erhielten sie von ihm den Auftrag, zusammen mit Liam diese Bande unschädlich zu machen. Gleichzeitig sollte dies auch als Beweis ihrer Loyalität gegenüber dem Syndikat dienen. Noch am selben Tag bzw. in derselben Nacht erfüllten Lea und Liam ihren Auftrag erfolgreich. Oh, King Buyao, Ni Buneng. Dan Chibuki. Nett. Offenbar schert sich keiner um sie. Zwei Tage später sprach Lu Jim beide beim Essen an. Ich habe euch beobachten lassen. Die Person, die euch beobachtet hat, sagte mir, dass ihr beide äußerst effizient wart. Ihr wärt mit den drei Zielen so schnell in der Dunkelheit verschwunden, dass mein Mann euch nicht folgen konnte. Was natürlich den Schluss nahelegt, dass ihr das nicht das erste Mal gemacht habt. Ist das richtig? Wir sind auf sie zugekommen und haben ihnen ein Leck, in dem ihr Geld verschwindet, offeriert. Wie konnten wir das bemerken? Wie konnten wir die Schuldigen ausfindig machen? Sind wir nun Profis oder Anfänger? Mr. Lu, was soll diese Frage? Ein Scharfschütze hat sie im Visier. Hier stehen drei Leute von mir und sie sind nur zu zweit. Also beantworten Sie mir meine Frage. Mr. Lu. Innerhalb von wenigen Sekunden liegen die drei Männer von Mr. Lu tot auf dem Boden. Der Scharfschütze versucht sein Bestes, doch die Kugeln, die er abfeuert, bleiben in der Scheibe stecken. Jetzt sind zwei Pistolen mit Schalldämpfer auf Mr. Lu gerichtet. Mr. Lu. Ich richte Ihre Frage an Sie. Was denken Sie, sind wir Profis oder Anfänger? Mr. Lu kommt offensichtlich ins Schwitzen. So schnell wie die ganze Aktion gegangen war, wusste er ganz sicher, dass er Profis vor sich hatte. Der Scharfschütze hat alles gesehen. Es wird nicht lange dauern. Dann sind mehr Leute hier, als ihr Munition habt. Was natürlich keiner wusste, dass die KI im Drohnenschiff den Scharfschützen nach dem zweiten Schuss einfach unbemerkt teleportiert hatte. Auf den Dächern gegenüber sind überall von uns ausgelegte Fallen. Die Folie auf der Scheibe haben wir unbemerkt in den Morgenstunden aufgeklebt. Ihr Scharfschütze ist mit Sicherheit von unseren Fallen getötet worden. Drei Ganoven beklauen das Syndikat und sie bemerken es nicht. Ich denke, die drei haben für sie gearbeitet und die Aktion hier war für uns gedacht. Wir sollten jetzt beseitigt werden. Ich habe doch recht, Mr. Lu. Aus dem hinteren Teil des Lokals kommt eine junge Asiatin. Mr. Lu erkennt sie sofort. Es ist die Bodyguard seines Vorgesetzten. Zuerst wollte ich es nicht glauben, als ich dann hörte, dass sie die beiden beauftragt haben. Ihre eigenen Leute zu eliminieren, war ich noch unsicher. Aber nachdem jetzt bin ich froh, dass die beiden zu uns kamen. Ich bin gespannt, was wir in ihrem Haus finden, wenn wir es durchsuchen. Während Lisa die Mechaniker zum Saubermachen ruft, regelt Lea mit der Restaurantbesitzerin den finanziellen Teil des Abends. Jum, ich weiß, es waren nur 500 ausgemacht. Ich habe noch einen Bonus von weiteren 500 draufgelegt. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Aber sicher, ich habe nichts gesehen. Das Restaurant war heute geschlossen, weil ich die Küche geputzt habe. Schließlich muss ein Restaurant auch sauber sein. Ich danke dir, Jum. Jederzeit wieder, Miss. Ich habe heute sehr viel verdient.
Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug, Mr. Lu. Der ehrenwerte Mr. Eka wartet schon auf Ihren Besuch, Mr. Yu. Wir können doch verhandeln. Ich kann euch so viel bezahlen, dass ihr nie wieder arbeiten müsst. Moment, ich überlege. Ja, tun Sie das. Ich bezahle Sie fürstlich. Nö, ich hab's mir überlegt. Ich bringe Sie zu Mr. Eka. Für einen Moment dachte ich wirklich... Offenbar hat Mr. Yu mit Zitronen gehandelt. Am nächsten Tag sind Lea und Liam wieder bei ihrer offiziellen Arbeit. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Der Gerichtsmediziner teilt den beiden sein erstes Ergebnis mit. Doktor, was können Sie uns vorab sagen? Für mich sieht es nach einem Raubmord aus. Den beiden armen Gestalten hier wurde alles abgenommen. Die einzigen Beweise, die ich habe, sind 4 Hülsen aus einer 9 mm. Sonst habe ich nichts. Doktor, können wir uns schon umschauen? Ja, selbstverständlich. Das bisschen, was zu sichern war, habe ich gesichert. Lea und Liam besitzen Sinne, die weit über dem liegen, die dem Gerichtsmediziner zur Verfügung stehen. Sie konzentrieren sich auf den Tatort und eine Spur wird für die beiden sichtbar. Gerade noch rechtzeitig gehen Lea und Liam in Deckung. Einen Moment später fliegen ihnen schon die ersten Kugeln um die Ohren. Das Ganze ist von Anfang an als Hinterhalt geplant. Die Schüsse sind einfach zu präzise. 2 Treffer hatte ich schon in meinem Schild. Ich hatte auch 2 Treffer. Ich gebe dir recht, das ist kein einfacher Ganove. Ich habe sie doch getroffen, die müssten eigentlich krepieren. Dank ihrer Schilde stecken Lea und Liam jeden Treffer weg. Das ist ein Profi, wieder 2 Treffer. Bei dir? Dito, habe ebenfalls 2 Treffer kassiert. Es wird Zeit, dass wir ihn ruhig stellen. Sag mal, du Anfänger, warst du schon mal auf dem Schießplatz? Das gibt es nicht. Ich bin mir sicher, dass ich sie erwischt habe. Als Liam und Lea das Gebäude verlassen wollen, bemerken sie gerade noch rechtzeitig einen Trupp schwer bewaffneter Söldner, die offensichtlich im Begriff waren, das Gebäude zu stürmen. Durch den Hinterhof gelingt Lea und Liam die Flucht vor der Enttarnung. Rachel, Fluchttunnel sofort! Im Moment konzentrierten sich die Tarax und Soxas hauptsächlich auf den Tempel der Jagd, also beschloss Henry, seine Flotte zu teilen und den bisher unentdeckten Sektor zu erkunden, der bisher nur den Tarax und Soxas vorbehalten war. Nach einem ereignislosen Monat erhielt die Quert eine Funkübertragung. Es handelte sich um einen Hilferuf von einer Hochgeborenen namens Unas, deren Außenposten kurz vor dem Energiekollaps stand. Henry entschied daraufhin, dieser Angelegenheit nachzugehen. Als er versuchte, Funkkontakt herzustellen, bemerkte er jedoch schnell, dass es sich um ein automatisches Signal handeln musste. Einige Zeit später wurde diese Vermutung bestätigt. Die Besatzung der Quert fand eine Kommunikationsboje. Als die Quert in besagtem Sektor ankam, fanden sie ein noch größeres Problem vor. Die Sonne befand sich am Ende ihres Lebenszyklus und würde laut Scannern in wenigen Jahrzehnten zur Supernova werden. Der Außenposten war so nah dran, dass er davon betroffen sein würde. Verena, ich denke, unsere Mission ist vorerst gescheitert. Was ist passiert? Wir haben uns das Syndikat genauer angeschaut. Dabei haben wir einige Ungereimtheiten gefunden, die wir dann beim Boss der mittleren Ebene, Mr. Eka, angezeigt haben. Als Beweis unserer Loyalität sollten wir diejenigen, die das Syndikat bestohlen haben, neutralisieren. Soweit so gut, nachdem wir das erledigt hatten, sollten wir von einem Profikiller erledigt werden. Da wir jedoch den Killer erledigten, wurde uns ein schon bereitstehender, schwer bewaffneter Söldnertrupp entgegengeschickt. Wir haben uns dann über den Fluchttunnel der Situation entzogen. Hat euch der Söldnertrupp dabei gesehen? Das war nicht zu ermitteln.
Deswegen habe ich den Söldnertrupp beim Verlassen des Gebäudes neutralisiert. Meinem Dafürhalten ist dieser Mr. Eka in diesen Hinterhalt verwickelt. Nach einer Bestätigung sollten wir diesen Herrn intensiv befragen. Verhaltet euch bedeckt, findet heraus, wo dieser Mr. Eka seinen Rückzugspunkt hat. Dann stattet ihm einen Besuch ab. Wir melden uns, sobald wir erfolgreich waren. Henry entschied sich, mit der ersten Quer zum Außenposten zu fliegen. Die Quer 2. Das Mutterschiff sollte in vollem taktischen Zustand in der Nähe verbleiben. Als Talia Henry fragt, warum er das tun würde, antwortete er mit einer menschlichen Redewendung: Es ist ein Bauchgefühl. Wobei Talia ihre Augen verdrehte. Sie konnte sich immer noch nicht an diese Redewendungen gewöhnen. Hier ist Admiral Henry von der Quert. Wir werden in 200 Parsec bei Ihnen eintreffen. Teilen Sie uns Ihre Energieverteiler-Spezifikation mit. Wir werden als Sofortmaßnahme Energie übertragen. Hier spricht die hochgeborene Unlas von der Exilbasis Grumm. Ich danke Ihnen, Admiral Henry. Ich sende Ihnen die Energieverteiler-Spezifikation. Allerdings wird das langfristig Ihr Problem mit Ihrem Zentralstern nicht lösen. Sie sollten nach der Energieübertragung Ihre Schiffe wieder flott machen und den Einzugsbereich Ihres Zentralsterns verlassen. Keines unserer Schiffe hat die Möglichkeit für Hyperdrive. Wir sind vollkommen auf fremde Hilfe angewiesen. Wir werden gemeinsam eine Lösung erarbeiten, Admiral Henry Ende. Der Außenposten ist den Scans nach viel zu klein, als dass Sie dort lang autark gelebt haben können. Etwas sagt mir, dass diese UNAS uns nicht die ganze Wahrheit sagt. Admiral, diesen Eindruck habe ich auch gewonnen. Ist das ein Bauchgefühl? Ja genau, das Gefühl, etwas stimmt nicht, das einem sagt, man muss vorsichtig sein. Aha, jetzt verstehe ich es. Wir kennen das auch, nur nennen wir es Vorausschau. Admiral, so gut wie ich Sie kenne, haben Sie sich dazu etwas ersonnen. Welche Anweisungen geben Sie aus? In der Tat habe ich mir dazu schon etwas gedacht. Ich denke, wir dürfen Ihnen nicht zeigen, dass wir teleportieren können. Ebenso wenig sollten wir Ihnen zeigen, dass wir in der Lage sind, mit unseren Replikatoren mehr können, als üblich ist. Ich wiederhole, keine Teleports. Replikator nur zur Nahrungs- und Kleidungsherstellung. Ich nehme an, den maximalen taktischen Zustand verbergen wir auch. Ja, so ist es. Hab ich noch was vergessen? Das zeigen unserer wahren Stärke. Das hast du aus deinem Bauchgefühl heraus schon getan. Ich werde nach unserer Ankunft nach einer Andockschleuse fragen. Ja, so machen wir es. Weisen Sie uns bitte eine Andockschleuse zu. Als die Quert an der vorgegebenen Andockschleuse festmacht, wird sie sofort von einem unbekannten Kraftfeld festgehalten. In diesem Moment ist Verena klar, dass die Crew in eine Falle getappt ist. Admiral, ich entschuldige mich, ich habe es nicht kommen sehen. Dazu gibt es keinen Grund, Verena. Sollte es vonnöten sein, werden wir in vollen taktischen Zustand gehen. Aber zunächst möchte ich wissen, wer uns diese Falle gestellt hat. Verena, kannst du den Tower scannen? Ich beginne mit dem Scan. Im gesamten Tower lässt sich kein Lebewesen feststellen. Erweitere die Definition von Leben. Lege den Scan breit gefächert aus. Eines steht auf jeden Fall fest, wir werden den Tower nur mit unseren Avataren betreten. Admiral, das Einzige, was ich feststellen konnte, ist im oberen Bereich beim Eingang. Ein zersetzender Nebel. Verena, zeig mir das. Ich schicke eine Sonde mit Materialproben in den Korridor, den wir betreten müssen. Verena, öffne aber nicht die Schleuse. Teleportiere die Sonde direkt hinter die Schleuse. Wir sind Gefangene, also macht das keinen Unterschied. Ich lasse es so aussehen, als wäre die Sonde durch die Schleuse durchgedrungen. Thank you.
Ich will dein Schiff, gib es mir. Die Falle war zugeschnappt. Kann Henry und seine Crew diese Gefahr meistern? Die Forderung dieses Unnahswesen waren eindeutig. Ich will dein Schiff, gib es mir, rief Henry die Führungsoffiziere der beiden Schiffe, der Quert und des Mutterschiffs Quer 2, im neuronalen Netzwerk zusammen. Wie Sie sicher alle mitbekommen haben, sind wir in eine Falle getappt. Ich möchte, dass der Computer der Exilbasis aufs Genaueste durchsucht wird. Wie wir feststellen konnten, wird der Eingang der Exilbasis von einem alles zersetzenden Nebel geschützt. Haben Sie Vorschläge? Natürlich wird das Außenteam nur mit Avataren den Gebäudekomplex betreten. Dennoch sollten die Avatare lange genug durchhalten können, damit wir feststellen können, mit wem oder mit was wir es zu tun haben. Das Wesen wird die normalen Avatare mit Sicherheit sofort als nicht echt identifizieren. Ich schlage also vor, bewusstseinslose Cyborg der neuesten Generation als Avatare zu verwenden. Wenn ich die Bilder, die von der Sonde übertragen wurden, analysiere, gibt es einen kleinen Bereich direkt vor dem Aufzug, der frei von diesem Nebel ist. Wenn Sie zügig genug gehen, können wir Sie mit einem Materieschild bis in zum Aufzug schützen. Die Quert wird mit Sicherheit von diesem Unnaswesen überwacht. Es muss ein Enter-Trupp in vollen taktischen Zustand an Bord der Quert teleportieren und einen eigenen Phasengenerator mitbringen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Quert erst dann in der Phase verschoben wird, wenn wir Antworten auf das, was hier passiert ist, bekommen haben. Oder wenn die Mannschaft der Quert in Gefahr gerät. Auch dann muss sofort gehandelt werden. Die Sicherheit der biologischen Mannschaft ist auf jeden Fall zu gewährleisten. Ich fasse zusammen, bevor unsere Avatare den Schleusenbereich betreten, muss der Enter-Trupp in vollem taktischen Zustand mit Phasengenerator schon an Bord und in Position sein. Ein zweiter Trupp ebenfalls in vollem taktischem Zustand teleportiert im Eingangsbereich an den Computer und übernimmt die Daten dieses Computersystems. Zum Außenteam gehören Verena, Talia und meine Wenigkeit. Wir werden im Mannschaftsbereich unter den Duschen den Austausch des Außenteams gegen Avatare vornehmen. Das biologische Außenteam wird in vollen taktischen Zustand versetzt und kann somit seine Stellvertreter aus dem Mutterschiff steuern. Die Mission ist beendet, sobald wir wissen, was hier passiert ist und wir eine weitere Falle für weitere Ahnungslose verhindern können. So wie es von der Crew geplant war, ereigneten sich viele der Details fast zeitgleich. Auf dem Mutterschiff waren die Duplikate der biologischen Besatzung bereit für den Austausch. Der Enter-Trupp, dessen Aufgabe es war, sicherzustellen, dass im Notfall die Quert sofort in den vollen taktischen Zustand übergeht, wurde an Bord des Schiffes teleportiert. Der reibungslose Austausch zwischen der biologischen Besatzung und den Avataren fand fast zur gleichen Zeit statt. Mit aufgeregter Kraft thematisierte Verena einen Gedanken, der von Talia sogleich erweitert wurde. Gemeinsam fanden sie eine potenzielle Erklärung dafür, warum das Unnaswesen bisher nicht an Bord gekommen war. Admiral, wenn dieses Unnas so mächtig ist, warum kommt es dann nicht an Bord? Gibt es da möglicherweise etwas, das es daran hindert? Du meinst die Atmosphäre? Das würde das Gas im Schleusenbereich erklären. Teleport hinter die Schleuse, wir lassen die Schleuse geschlossen. Henry traf die Entscheidung, das Schleusentor nicht zu öffnen, basierend auf den Aussagen der beiden. Mit Entschlossenheit befahl er einen Teleport auf die gegenüberliegende Seite der Schleuse. Wir sollten uns beeilen, das Kraftfeld wird nicht ewig halten. Warum hast du die Schleuse nicht aufgemacht? Weil ich erst zu dir kommen werde. Nach und nach teleportierten die Cyborg aus dem zweiten Trupp in vollem taktischen Zustand in den Korridor des Towers. Ihr Ziel war es, an die Daten der Exilbasis zu kommen.
Wir haben den vermeintlich sicheren Bereich erreicht. Das Außenteam erreichte ohne Schaden genommen zu haben den Aufzug. Die Fahrt mit dem Aufzug verlief ereignislos, bis sich die Türe öffnete. Was ist das, Verena? Ich vermute mal Säure. Dieser Ansicht bin ich auch. Demnach müssten die Wände aus Chitin bestehen. Du meinst Insektoid? Warum nicht? Stellt sich nur die Frage, ob es natürlichen Ursprungs ist. Ich hoffe nur, dass der Trupp bald eine Antwort hat, bevor unsere Anzüge unbrauchbar werden. Talia, da kann ich dich beruhigen. Unsere Anzüge sind säureresistent. Größere Sorgen mache ich mir, dass in dieser Brühe noch etwas Lebendes darin ist. Oh, vielen Dank. Jetzt geht es mir gleich besser. Es freut mich, wenn ich dir helfen konnte. Verena, das war Sarkasmus. Oh, mit diesem Konzept habe ich noch etwas Schwierigkeiten. Obwohl das Außenteam selbst nicht vor Ort war, fühlt sich keiner bei dieser Umgebung behaglich. Admiral, wir haben die Daten. Das UNAS braucht einen lebenden Wirt. Nur so kann es in einer Sauerstoffatmosphäre an Bord eines Schiffes existieren. Den Aufzeichnungen zufolge verliert es die Kontrolle, wenn es wütend wird. So haben die Bewohner von Altara es an Bord ihres Schiffes gebracht. Dass es hier endet, war ihre Absicht. Nachdem der letzte Altarianer verstarb, war es hier gefangen. Danke, Erster. Talia, Verena zieht euch zurück. Was machst du, Henry? Ich vermute, der Admiral wird das UNAS in den Wahnsinn treiben. Talia, Verena zieht euch zurück. Wo sind deine beiden Begleiterinnen? Sie liegen tot in deinem Säuretunnel. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Komm herein, komm zu mir! Deine Einrichtung ist sehr speziell. Jetzt gehörst du mir. Warte einen Moment. Ich möchte dir etwas zeigen. Zeig, ich will es sehen. Schau genau hin. Ich werde jetzt sterben. Nein, ich will hier weg. UNAS verlor die Selbstkontrolle. Das Kraftfeld fluktuierte. Tarek reagierte sofort und riss sich vom Tower los. Die Quert war wieder frei. Henry gab die Anweisung aus, Warnbojen auszusenden, die vor UNAS warnten. Der Rand des einstigen sokoliranischen Sektors wird von dem Destroyer Durox unter dem Kommando von Captain Beatrice erforscht. Die Scanner zeigen einen relativen Schiffsverkehr. Hauptsächlich sind es Frachter, die auf den Scans auftauchen. Um keine unnötige Panik zu verbreiten, befiehlt Captain Beatrice, das Schiff zu tarnen. Scarlet Engelchen, ich denke, es ist an der Zeit, dass du einen weiteren Lehrer bekommst. Du hast dein ganzes Potenzial noch lange nicht erreicht. Papa, was meinst du damit? Ich habe doch alles von dir gelernt. Engelchen, das hast du. Was ich meine, du solltest auf die Space Academy auf Antara gehen. Meinst du das wirklich? Aber das kostet doch so viel. Mit dieser Fracht haben wir genug verdient, dass du auf die Akademie gehen kannst. Aber was ist mit den Reparaturen? Du sagtest, die Triebwerke müssen überholt werden. Das stimmt. Für die Triebwerke ist noch etwas Zeit. Deine Ausbildung ist wichtiger. Musik.
Ich möchte einen vollständigen Zustandsbericht dieses Sektors. Der Zustand des Schiffs, wir sind in Tarnung. Es gibt immer noch regen Transportverkehr. Dabei ist mir ein Frachter aufgefallen, der identisch mit dem ist, der Sie und den Admiral von Durox zur Raumstation Celesta gebracht hat. Des Weiteren habe ich einen schwer bewaffneten leeren Frachter ausmachen können. Er scheint keine genaue Route zu haben. Seinem Verhalten nach denke ich, man sollte ihn im Auge behalten. Claudia, dann tu das bitte. Ja, Captain. Auf uns kommt eine ungewöhnliche Barriere zu. Ja, ich sehe es im Scanner. Ich empfehle vollen taktischen Zustand. Major Jackson, Sie haben es gehört, voller taktischer Zustand. Jawohl, Captain. Voller taktischer Zustand liegt an. Was ist passiert? Papa! Papa, hörst du mich? Papa, bitte wach auf. Was mache ich jetzt? Papa sagt immer Ruhe bewahren. Nachdem Scarlett von einem lauten Schrei aus ihrem Schlaf gerissen wurde, stellt sie fest, dass die drei Besatzungsmitglieder und ihr Vater bewusstlos auf dem Boden des Mannschaftsraums liegen. Jetzt liegt es allein an Scarlett, den Frachter weiterhin zu steuern. Sie ist die Einzige, die dazu noch in der Lage ist. Was mache ich jetzt? In ihrer Verzweiflung sendet Scarlett einen Notruf. Hier ist der Frachter. Judy Lee, wir haben einen medizinischen Notfall. Wir brauchen dringend medizinische Hilfe. Wie viele Besatzungsmitglieder habt ihr? Mit meinem Daddy und mir sind es 5. Schick mir die Koordinaten, ich komme. Hier ist der Frachter. Judy Lee, wir haben einen medizinischen Notfall. Wir brauchen dringend medizinische Hilfe. Wie viele Besatzungsmitglieder habt ihr? Mit meinem Daddy und mir sind es 5. Auf dem Destroyer Durox lauschten alle gespannt den Funksprüchen. Claudia, die KI des Schiffes, analysiert anhand der Stimme das Alter von Scarlett. Die Stimme und die Reaktion des Captains des anderen Transporters ließen vermuten, dass er andere Absichten hatte, als zu helfen. Beatrice hörte ebenfalls mit und gab dem Piloten sofort den Befehl, zu den angegebenen Koordinaten zu springen. Das hört sich nicht gut an. Dieser Captain hat nicht einmal nachgefragt, was passiert ist. Wir sollten diesem Mädchen helfen. Sie ist in großer Gefahr. Meiner Stimmanalyse nach ist dieses Mädchen nicht älter als 14 Jahre. Ferner denke ich, dass dieser Captain ein Pirat ist. Jeder normale Captain wäre besorgt um seine Mannschaft und hätte gefragt, was passiert ist. Leutnant Blork, öffnen Sie ein Sprungtor und setzen Sie den angegebenen Kurs mit maximaler Geschwindigkeit. Wir setzen uns direkt über den Transporter des Mädchens. Dann enttarnen wir. Ich gehe davon aus, dass das reichen wird. Schätzchen, du wirst jetzt deine Triebwerke ausschalten und mich an Bord lassen. Tust du das nicht, eröffne ich das Feuer. Egal wie. Ich bekomme deine Fracht. Du kennst diesen Frachtertyp anscheinend nicht. Sonst hättest du den Mund nicht so weit aufgemacht. Ohne weitere Vorwarnung fährt Scarlett ihre Geschütztürme aus und beginnt sofort auf die Triebwerke des Piraten zu feuern. Offenbar war bis jetzt dieser Transportertyp dem Piraten unbekannt. Sein rechtes Haupttriebwerk ist massiv beschädigt. Verdammt, du kleine Wildkatze, dir werde ich's zeigen. Der Destroyer Durox enttarnt sich direkt über dem kleinen Frachter von Scarlett. Der Pirat sieht in seiner Heckkamera ein Geschütz, das ebenso groß ist wie sein Frachter. Panisch versuchte er, dem Geschütz auszuweichen. Was ist das? Ich bin Claudia, ich ziele mit einem meiner kleinen Geschütze auf dein Hinterteil. Wenn du nicht sofort verschwindest, blase ich dich aus dem Universum. Zisch ab. Verdammt. Dich schickt der Himmel.
Wir haben deinen Notruf empfangen und sind gleich zu dir gekommen. Offenbar noch rechtzeitig. Im hinteren Teil des Schiffs findest du eine Hangarbucht. Sobald du vor der Hangarbucht bist, werde ich dich mit einem Traktorstrahl hereinholen. Im Hangar wartet schon ein medizinisches Team, deine Leute werden dann sofort versorgt. Danke, vielen Dank. Nachdem der Pirat alleine durch den Anblick des Destroyer die Flucht ergriffen hatte, lotste Claudia Scarlett mit ihrem Frachter zum Hangar. Scarlett hatte das Gefühl, als würde sie auf dem Flugfeld von Antara landen. Die Größe dieses Schiffs war überwältigend für Scarlett. Ist der Hangar groß? Wozu braucht ihr so ein großes Schiff? Das ist nicht bloß ein Schiff, das ist unsere Heimat. Habt ihr keinen Heimatplaneten? Nicht wirklich. Scarlett war dankbar für die selbstlose Hilfe von Claudia. Noch wusste sie nicht, was der Destroyer Durox wirklich war. Die Schilde eures Transporters wurden von einer Anomalie durchschlagen. Du hattest Glück, dass du nicht bei ihnen gestanden bist, sonst hättest dich vermutlich auch erwischt. Wie schlimm ist es, Doktor? Wird mein Papa wieder gesund? Es werden alle vier wieder gesund. Jedoch braucht das seine Zeit. Wie lange kann ich nicht genau sagen, ich muss sie alle 2 Stunden mit dem DNA-Sequenzer stabilisieren. Da dies in wachem Zustand sehr schmerzhaft ist, halte ich sie in einem künstlichen Koma. Was mache ich jetzt? Erst einmal zeige ich dir das Schiff. Ich bringe dich zu den Wohnquartieren, gebe dir ein Apartment. Du bleibst natürlich so lange bei uns, bis dein Vater und eure Mannschaft wieder genesen sind. Darf ich dann auch die Brücke sehen? Ich denke ja. Doch die letzte Entscheidung hat der Captain, so gut wie ich sie kenne, wird sie dem zustimmen. Sie? Dein Captain ist eine Frau? Der überwiegende Teil der Besatzung ist weiblich. Komm, ich zeige dir das Schiff. Jetzt hieß es abwarten. Scarlett wusste, wenn die Fracht des Transporters nicht rechtzeitig in den Minen ankommen würde, müsste ihr Vater Strafe bezahlen. So war der Vertrag. Zögerlich fragte sie Claudia um Hilfe. Wie bekomme ich jetzt die Ladung in die Minen? Wenn die Ladung nicht rechtzeitig in den Minen ist, muss Papa den ganzen Ausfall bezahlen. Bis wann muss die Ladung deines Transporters am Zielort sein? Wir haben genau 2 Zyklen Zeit. Und was ist, wenn wir dir helfen? Unser Schiff ist schneller wie euer Transporter. Würdet ihr das wirklich für mich tun? Wir erforschen diesen Sektor, er ist neu für uns. Es ist vollkommen egal, wo wir beginnen. Papa braucht das Geld dringend. Er muss die Maschinen überholen lassen. Er sagt zwar, das hat noch Zeit, ich soll dafür in die Akademie auf Antara gehen. Er denkt nie an sich selbst. Seit wir 2 alleine sind, benimmt er sich so. Im Gespräch mit Scarlett erfuhr Claudia, dass Scarletts Mutter offenbar verstorben war. Noch während sie mit Scarlett den Korridor des Schiffs entlang ging, bat sie um Erlaubnis bei Captain Beatrice, Scarlett helfen zu dürfen. Was von Captain Beatrice natürlich erlaubt wurde. Alleine? Mama ist sehr krank geworden, das war vor 1 Jahr. Papa sagte, sie musste gehen. Ich verstehe. Möchtest du auf die Akademie? Ja, aber ich möchte nicht, dass Papa darunter leidet. Ich zeige dir etwas, glaube mir, so etwas hast du noch nie gesehen. Claudia fühlte mit Scarlett. Das Mädchen hatte in ihrem kurzen Leben schon sehr viel mitgemacht. Claudias Ziel war es,
einen positiven Ausgleich zu schaffen. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in einer der 48 Wohnsektionen. Es gibt ähnlich wie in einer Stadt verschiedene Sektionen oder Stadtteile. Der Destroyer Durox wurde als Staatsschiff für eine untergehende Welt gebaut. Ein monumentaler Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte. Es wird von uns als eigenständiger Staat betrachtet und hat alle Funktionen und Merkmale einer autonomen Nation. Das Schiff wurde mit einer Vielzahl von Ressourcen und Einrichtungen ausgestattet, um die Besatzung auf ihrer intergalaktischen Mission vollständig autonom zu versorgen. Ich verstehe. Jetzt macht die Größe auch Sinn. Du kennst dich sehr gut aus hier. Welche Funktion bekleidest du? Ich bin das Schiff. Genau genommen, ich bin die KI des Schiffs. Dann bist du ein Roboter. Ich bin eine lebende KI. Um dies zu verstehen, musst du die Geschichte unserer Entstehung genau kennen. Wenn du möchtest, erzähle ich sie dir nachher beim Essen. Ja, sehr gerne. Warum sind wir eigentlich hier? Weil ich möchte, dass du dir etwas ansiehst, das du mit Sicherheit noch nicht gesehen hast. Du kennst als Höchstgeschwindigkeit mit Sicherheit Hyperdrive. Wir können jedoch auch Sprungtore öffnen. Dieser Anblick ist wirklich jedes Mal etwas Besonderes. Ich bin gespannt. Ein Sprungtor. Das habe ich noch nie gehört. Etwa zur selben Zeit, in einem entfernten Asteroidenfeld. Senkt sofort den Schild. Mein Antrieb ist total überhitzt. Was ist passiert? Hast du gewusst, dass der kleine Frachter bewaffnet ist? Davon weiß ich nichts. Ich nehme an, sie haben deine Triebwerke beschädigt. Über die Begegnung mit dem Destroyer schweigt der Pirat. Man würde ihm sicher nicht glauben. In der Zwischenzeit sind 5 Tage vergangen. Scarlett war jeden Tag mehrere Stunden bei ihrem Vater in der Krankenstation. Der Arzt ist weiterhin zuversichtlich, dass Scarletts Vater wieder genesen wird. Es ist morgens am 5. Tag. Claudia weckt Scarlett. Der Destroyer hat in den Orbit des Bergbaumondes eingeschwenkt. Es ist an der Zeit, die Maschinenteile zu liefern. Guten Morgen, Scarlett. Wir treffen uns im Hangar. Ich habe dir eine Crew zusammengestellt, damit du die Ladung auch abliefern kannst. Danke, Claudia. Ich bin schon auf dem Weg. Claudia hat für Scarlett den Commander Jack der Schutztruppe bereitgestellt. Er soll Scarlett bei der Lieferung der Fracht unterstützen. Claudia und Captain Beatrice möchten sehen, wie selbstständig Scarlett ist. Sollte Scarlett dies ohne Probleme meistern, wartet auf sie eine ganz besondere Überraschung. Hallo, Scarlett. Darf ich vorstellen, das ist Commander Jack und sein Team. Sie werden dir beim Entladen der Fracht helfen und gleichzeitig deine Schutztruppe sein. Meinen Analysen nach muss einer der Piraten oder zumindest ein Informant bei den Minen sein. Woher sollte er sonst wissen, mit welchem Frachter welche Ware geliefert wird? Ja, das stimmt. Kannst du dir vorstellen, dass die Anomalie eine Falle war? Denkbar ja. Gehen wir einfach davon aus, dass sie es können, bis wir einen gegenteiligen Beweis haben. Diese Vorgehensweise bewahrt uns vor einer Falle. Danke, Commander. Claudia, gehst du auch mit? Ich bin leider verhindert, es gibt noch ein weiteres Problem, das meine Aufmerksamkeit benötigt. Deswegen habe ich auch Commander Jack an deine Seite gestellt. Hier ist der Frachter Judy Lee. Ich befinde mich im Landeanflug. Was ist der Grund Ihrer Landung? Ich bringe gemäß dem Vertrag KDM 755077C Maschinenteile für die Minen. Äußerst routiniert fliegt Scarlett den Transporter zum provisorischen Raumhafen des Bergbaumonds. Scarlett hat in ihrer Ausbildung durch ihren Vater den Transporter schon auf wesentlich kleineren Landeflächen landen müssen. Ich erteile Ihnen die Erlaubnis, direkt in der Ladebucht zu landen. Danke, Tower. Benötigen Sie ein kostenpflichtiges Team zum Entladen der Fracht? Nein, danke. Ich habe mein eigenes Team.
ersten kleinen Händler kommen nach der Landung aus der Deckung. Doch nachdem sich die Ladeluke von Judy Lee geöffnet hat, legen sie sofort den Rückwärtsgang ein. Commander Jack hat sich mit seinem Team in der Ladeluke postiert. Als der letzte Container ausgeladen war, ging Scarlett zusammen mit Commander Jack ins Büro von Mr. Drake. Alle Achtung, du hast früher geliefert. Wie vertraglich vereinbart, bekommst du einen Bonus dafür, dass du einen Zyklus früher da bist. Wo ist eigentlich dein Vater? Traut er sich nicht aus dem Transporter? Noch bevor Scarlett reagieren konnte, antwortete Commander Jack. Ich denke nicht, dass das für die vertragliche Abwicklung relevant ist. Oder sind Sie anderer Ansicht? Nein, ich war nur etwas neugierig. Für die vertragliche Abwicklung ist es nicht relevant. Ich denke, wir sind fertig. Ja, selbstverständlich. Scarlett, ich wünsche dir eine gute Heimreise. Danke, Mr. Drake. Commander Jack beschleicht das Gefühl, dass mit dem Minenboss etwas nicht stimmt. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Wut kochte in ihm auf. Warum hatten seine Leute, die er gut bezahlte, ihre Arbeit nicht gemacht? Der Plan war gewesen, dass die Fracht von jemand anderem gebracht werden sollte. Und der Eigentümer des Frachters, Judy Lee, tief bei ihm verschuldet wäre. Er würde jetzt mit dem Verantwortlichen ein ernstes Wort reden müssen. Computer, maskiere mein Gesicht, wähle Stimmmuster Alpha 1, wähle die Frequenz Gamma 997. Ich hatte erwartet, dass Sie Ihre Arbeit machen. Ich kann nichts da. Sie haben Ihre Arbeit nicht gemacht. Ich musste die Maschinenteile inklusive einer Prämie bezahlen, weil sie früher angekommen sind. Seltsamerweise hat die Tochter von Rain die bestellte Fracht geliefert. Und das sogar noch einen Zyklus früher. Bitte ich. Ich sage Ihnen, wann Sie reden dürfen. Wie kommt es, dass das Mädchen, trotzdem die Mannschaft und ihr Vater ausgeschaltet sind, das Mädchen hier mit einem schwer bewaffneten Söldnertrupp landet? Ich hatte keinen Spielraum, ihr die Fracht wegzunehmen. Sie wissen ganz genau, wie das Spiel läuft. Sollten Sie noch einen Fehler machen, werden Sie hier bei mir in der Mine arbeiten. Und jetzt korrigieren Sie Ihren Fehler gefälligst. Computerübertragung Ende. Computer, wähle Stimmmuster Beta 9. Wähle die Frequenz Gamma 797. Haben Sie einen Peilsender an den Transporter der Kleinen angebracht? Die Söldner bewachen den Transporter, als wären es Goldbarren. Jeder Versuch, sich dem Mädchen oder dem Transporter zu nähern, wird sofort unterbunden. Es ist mir egal. Ich will wissen, wie sie mit diesem kleinen Transporter so schnell hier sein konnte. Und ich will wissen, zu welcher Spezies diese Söldner gehören. Auf dem Rückflug zum Destroyer Durox teilt Commander Jack Scarlett seine Bedenken bezüglich des Minenboss Mr. Drake mit. Als ich Mr. Drake gesehen habe, hatte ich das Gefühl, mit ihm stimmt irgendetwas nicht. Vor allen Dingen, was sollte die Frage nach deinem Vater? Commander, er hat auf mich erstaunt gewirkt, als könne er es nicht glauben, dass ich die Maschinenteile liefere. Seine Frage nach meinem Vater wirkte auf mich, als wüsste er etwas davon. Dann sind wir schon zwei. Gleich nach der Landung im Hangar nimmt Claudia Scarlett mit zur Brücke. Bevor sie jedoch die Brücke betreten, führt Claudia Scarlett in einen Besprechungsraum. Dort trifft sie das erste Mal auf den Captain. Scarletts Puls beschleunigt sich immens. Captain, darf ich Ihnen Scarlett vorstellen? Scarlett, das ist Captain Beatrice, Commander Ginger und Commander Sandra. Hallo, Captain Beatrice. Hallo, Scarlett. Ich bin beeindruckt, wie souverän du den Transporter gelandet hast. Von Commander Jack habe ich erfahren, dass du völlig routiniert mit dem Transporter umgehst. Claudia ist davon überzeugt, dass du einen sehr guten Leutnant abgeben könntest. Commander Jack ist überzeugt davon, dass du jetzt schon ein guter Pilot bist. Ich muss gestehen, von Commander Jack hört man nicht oft ein Lob. Captain Beatrice, wie meinen Sie das? Ein Leutnant, ein Pilot? Ich habe von Claudia erfahren, dass du auf die Akademie gehen willst. Wir haben hier an Bord ebenfalls eine Akademie. Es würde bedeuten, dass du und dein Vater bei uns hier an Bord leben werdet. Scarletts kleines Herz raste. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Oberlippe und ihrer Stirn. Captain Beatrice bemerkt das sofort. Ganz ruhig, Scarlett. Es ist nur ein Angebot. Rede erst in Ruhe mit deinem Vater darüber und dann entscheide dich. Ich möchte nur, dass du weißt, dass du bei uns hier einen Platz hast. Wer wäre dann mein Lehrer? Jeder, der kein Kadett ist. Du würdest nicht nur einen Lehrer haben. Jeder hat sein Fachgebiet und ist Spezialist auf seinem Fach.
Deine Ausbildung ist dann vorbei, wenn alle, bei denen du zum Studium warst, der Meinung sind, du bist soweit. Ich glaube, ich setze mich erst einmal hin. Mehrere Stunden später lag Scarlett noch immer ruhelos auf ihrem Bett. Sie wusste nicht, wie sie sich entscheiden sollte. Zum einen war es die Chance ihres Lebens. Zum anderen würde es bedeuten, dass sie ihren Vater verlassen müsste. Denn ihr Vater würde mit Sicherheit weiter den Frachter fliegen wollen. Scarlett fiel in einen unruhigen Schlaf. Claudia löschte das Licht. Rain, Sie hatten einen Unfall, Sie sind auf der Krankenstation. Scarlett geht es gut, sie müsste gleich da sein. Mein Name ist Dr. Jerome, ich habe Sie behandelt. Wie spät ist es, wann ist das passiert? Ich habe Fracht zu liefern, wenn ich zu spät komme, muss ich dafür Strafe bezahlen. Ihre Fracht wurde schon von Scarlett geliefert. Sie war sogar früher dran und hat einen Bonus bekommen. Ebenfalls wurde der Frachter repariert. Es ist alles in Ordnung. Es war früher Morgen, als Scarlett von Dr. Jerome geweckt wurde. Guten Morgen, Scarlett. Ich möchte Sie bitten, umgehend in die Krankenstation zu kommen. Ihr Vater ist wach. Ich bin auf dem Weg, Doktor. Faber, endlich bist du wach. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Scarlett, mein Engel, geht es dir wirklich gut? Erzähl mir bitte alles, was passiert ist. Vielen Dank, Dr. Jerome. Ich lasse Sie beide alleine. Sie haben sich viel zu erzählen. Danke, Dr. Jerome. Jetzt erzähl Scarlett. Aus Scarlett sprudeln die Worte nur so heraus. Gut. Ich lag in meinem Bett. Ich habe euch noch gehört, wie ihr gefallen seid. Ich habe euch am Boden liegen sehen und versucht, euch wach zu machen. Dann habe ich mich erinnert, dass du immer sagst, Ruhe bewahren. Ich bin also ins Cockpit und habe den Kurs überprüft. Ich habe einen Notruf aus medizinischen Gründen abgesetzt. Ich weiß, dass es ein Fehler war. Es dauerte nicht lange und dann war der Pirat da. Er hat von mir verlangt, dass ich ihm das Schiff übergebe. Ich habe ihm dann mit dem ersten Geschütz den Antritt geschossen. Scarlett erzählt ihrem Vater alles, was sie in den vergangenen 7 Tagen erlebt hatte. Auch dass Captain Beatrice ihr das Angebot gemacht hat, hier auf dem Schiff in die Akademie zu gehen. Erst nachdem Scarlett alles erzählt hatte, bat sie Dr. Jerome darum, den Rest der Mannschaft zu wecken. Ihr Vater unterrichtete dann die Mannschaft über das Geschehene. Die Mannschaft war sich einig. Sie arbeiteten lieber auf einem Planeten in der Landwirtschaft, als dass sie noch einmal das schnelle Geld auf einem Frachter suchen würden. Die Mannschaft bat darum, das Schiff verlassen zu dürfen. Sie wurden alle auf Antara am Raumhafen abgesetzt. Scarlett und ihr Vater entschieden sich, an Bord zu bleiben. Etwa auf halbem Weg zwischen Antara und dem Minenmond liegt die geheime Basis der Piraten in einem Asteroidenfeld. Nach dem Gespräch mit dem Auftraggeber der Piraten unterhalten sich diese, was schiefgegangen ist. Keiner hat uns mitgeteilt, dass der Frachter Judy Lee bewaffnet ist. Mike, ich gebe dir keine Schuld. Dass Rain seine Tochter so gut ausgebildet hat, dass sie mit einem Geschütz umgehen kann, konnte nun keiner wissen. Das ist ja alles schön, recht und gut, aber die Fracht, die Rain geladen hatte, war richtig teuer. Andy, ich weiß, wir haben uns darauf eingelassen, mit der Mine zu kooperieren. Wir müssen herausbekommen, wer von den Bossen bei der Mine die Finger im Spiel hat. Ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens in der Mine zu arbeiten. Du meinst wohl den Rest deines dann sehr kurzen Lebens? Eines steht auf jeden Fall fest. Zur Guard können wir nicht gehen. Dafür stecken wir selber zu tief drin. Was ist dann dein Vorschlag, Hank? Darüber denke ich gerade nach. Ich habe eine Frage, aber bitte lacht mich nicht aus. Was ist der größte Kreuzer, den ihr je gesehen habt, beziehungsweise von dem ihr wisst? Du meinst von der Größe her? Ja, genau das meine ich. 500 bis 600 Klicks. Dann sind sie aber schon gewaltig groß. Mike, auf was willst du hinaus? Es war nicht nur das Geschütz von der Kleinen. Es tauchte ein gewaltiges Schiff auf. Die Scanner haben die Größe mit 7K-Klick Länge, 4K-Klick Breite und 2,5K-Klick Höhe angegeben. Ihr könnt euch die Daten im Cockpit gerne anschauen. Ist es möglich, dass es ein so großes Schiff gibt? War es bewaffnet? Ja, schaut euch die Scans im Cockpit an. Ihr glaubt es mir sonst nicht.
Wie groß waren die Geschütze? Im Cockpit kann ich mir die Scans immer noch anschauen. Planetare Verteidigungsgeschütze, das waren aber die kleinsten. Deswegen frage ich, es war plötzlich da, es kam aus dem Nichts. Rottgauer hat mir vor 60 Parsec eine Bildnachricht geschickt. Er fragte mich, ob ich die Rasse, die auf dem Bild zu sehen ist, kenne. Was ist, wenn diese Rasse zu diesem Schiff gehört? Offenbar lacht keiner der Piraten über die Frage des Piraten mit dem Namen Mike. Die Piraten schweigen. Jeder malt sich in seinen Gedanken aus, was wäre, wenn. Commander Jack hat Captain Beatrice überzeugt, dass es sich lohnen würde, auf dem aufzubauen, was Scarlett von ihrem Vater schon gelernt hat. Scarlett soll auf den interstellaren Jägern der Flotte ihr Piloten patent machen. Wir werden einen mehrtägigen Ausflug machen. Dabei werden Sie beide lernen, was es heißt, ein Pilot unserer Flotte zu sein. Während dem Flug werden Sie sich nicht nur mit dem Jäger vertraut machen, sondern mit den gesamten technischen Spezifikationen unserer Flotte. Ich möchte, dass, wenn Sie hier auf dem Hangar wieder aussteigen aus dem Jäger, wissen, auf was Sie sich einlassen. Commander Jack, ich freue mich darauf, endlich mehr zu erfahren über dieses und die anderen Schiffe. Commander, mir geht es ebenso. Wir werden sehen, wie Sie sich machen. Bedenken Sie bitte, dass Sie nicht alles an einem Tag lernen können. Sie sollen bei diesem ersten Flug einen Überblick bekommen. Scarlett, ich habe mir die Steuerung eures Transporters angesehen. Unsere Jäger werden mit einem Steuerhebel gesteuert. Im Hangar steuert Claudia jedes Vehikel. Du steuerst den Jäger, sobald Claudia dir die Kontrolle übergibt. In Ordnung, Leutnant Mace. Ich habe verstanden. Scarlett, ich übergebe dir die Steuerung. Ich wünsche einen guten Flug. Ich danke dir, Claudia. Ich versuche, keine Beule in den Jäger zu machen. Ich habe den Kurs in die Navigation eingegeben. Scarlett, du beschleunigst, sobald wir genügend Abstand haben. Ich bereite das Öffnen des Sprungtores vor. Scarlett, einfach nur geradeaus ins blaue Licht. Den Rest macht die Physik des Tunnels. Ja, Leutnant Mace. Wo befinden wir uns jetzt? Wir befinden uns im Übergang zwischen zwei Dimensionen. Hier gelten andere physikalische Gesetze. Was uns wiederum die Möglichkeit gibt, schneller als das Licht zu reisen. Was ist jetzt passiert? Ich habe etwas Ungewöhnliches entdeckt. Das Schiff ist jetzt in vollem taktischen Zustand. Und das bedeutet? Dass sich unser Schiff nicht mehr von der Umgebung unterscheiden lässt. Dies ist ein Standardvorgehen bei unbekannten Gebieten sowie unbekannten Objekten. Wie reagieren wir jetzt? Das gilt es herauszufinden. Ich schicke eine Nachricht an den Destroyer. Für einen Außeneinsatz dieser Art sind wir zu wenig. Wir brauchen Verstärkung. Commander Jack hatte das Objekt bereits gescannt, doch die Werte, die der Scanner anzeigte, ergaben keinen Sinn. Dem Scannergebnis nach war das ein lebendes Objekt. Deswegen hatte Commander Jack den Destroyer um Verstärkung gebeten. Claudia ihrerseits hatte keine Information über ein solches Objekt. Deswegen fragt sie über das neuronale Netzwerk alle KI der Flotte, ob ihnen dieses Objekt bekannt vorkommt. Bis auf Verena war allen die Art des Objekts unbekannt. Der Admiral selbst gab eine Erklärung zu jenem Objekt ab. Seiner Meinung nach musste dies der Herkunftsort des UNAS sein. Nachdem der Admiral seine Meinung zu diesem Objekt geäußert hatte, entschied Captain Beatrice, keine Transporter, sondern Jäger zu entsenden. Ihre Befürchtung war es, sollte dieses Objekt gefährlich sein, könnte man sofort intervenieren.
Commander Jack ließ die Besatzung die gepanzerten Schutzanzüge anlegen, nachdem auch Scarlett ihren Schutzanzug angelegt hatte, hieß es warten. Warten auf die Verstärkung. Scarlett nutzte diese Zeit, um Commander Jack über das weitere Vorgehen zu befragen. Commander Jack, wie lange wird es brauchen, bis die Verstärkung da ist? Das Zusammenrufen der Besatzung, das Beladen der Ausrüstung, dann die eigentliche Reise. Ich würde sagen, in 500 Parsec werden sie da sein. Gibt es für die Erkundung fremder Objekte eine festgelegte Vorgehensweise? Die gibt es in der Tat. Zuerst versuchen wir mit den Scanner so weit wie möglich in das Objekt vorzudringen. Sollten wir einen Hohlraum entdecken, wird eine Sonde in entsprechender Größe hineinteleportiert. Entschuldigung, teleportiert? Das ist unser eigenes Transporterverfahren. Wir werden keine Shuttles benutzen, um auf dem Objekt zu landen. Wir werden gleich, sobald wir wissen, was auf uns zukommt, hineinteleportieren. Ich bin sprachlos. Entschuldigen Sie, Commander Jack, ich habe Sie unterbrochen. Nachdem die Sonde uns Daten geliefert hat über die uns dort zu erwartende Atmosphäre und gegebenenfalls technische Einrichtungen, werden weitere Drohnen hinzuteleportiert. Erst wenn diese Drohnen über einen längeren Zeitraum unbeschadet bleiben, teleportieren wir hinein. Das klingt, als hätten Sie das schon sehr oft gemacht, Commander Jack. Als reisendes Volk passierte uns dies zwangsweise automatisch. Wir haben Völker getroffen, die kurz vor dem Untergang waren oder sind. Wir haben Ruinen gefunden von Völkern, die untergegangen sind. Wir haben sogar Völker getroffen, die sich die technischen Spezifikationen von untergegangenen Völkern zu eigen gemacht haben. Und einen ganzen Sektor damit terrorisiert haben. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Eigentlich meine ich, Sie wirken alle so perfekt und sind in jeder Situation gefasst. Ich habe, seit ich bei Ihnen an Bord bin, auch nicht eine Person erlebt, die missgelaunt war. Dr. Jerome ist eindeutig ein Cyborg. Rein. Ich denke, ich erahne Ihre Frage. Alles begann damit, dass unser Admiral bei einem Handel ein ganz besonderes Schiff erworben hat. Die technischen Spezifikationen dieses Schiffs erlaubten unserem Admiral, eine biomechanische Besatzung zu erstellen. So entstanden die ersten, durch den Zuwachs eines weiteren Crewmitglieds, dem Harkulaner Mervin, wurde unsere Programmierung um einige Subroutinen erweitert. Dies hatte zur Folge, dass wir ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben. Das war die Entstehung unserer Spezies. Ich wusste, dass Claudia die KI des Schiffs ist und dass Dr. Jerome ein Cyborg ist. Aber sie sind alle so natürlich und authentisch. Andererseits erklärt es ihre Selbstsicherheit und ihre Logik. Scarlett und ihr Vater erfuhr noch weitere Details über die Entstehung der Cyborg und der eigentlichen Flotte. Als Commander Jack mit seinen Erzählungen geendet hatte, war die Verstärkung auch vor Ort. Jetzt konnte die Erkundung des Objekts beginnen. Commander Jack, Ihre Verstärkung ist einsatzbereit. Sehr gut. Dann lassen Sie uns beginnen. Ich beginne mit dem Scannen der Frequenzen. Eine Frequenz im unteren Frequenzband ist aktiv. Ich schalte Sie auf das Frequenzband Commander Jack. Hier spricht Commander Jack von der Jägerstaffel Durox. Wir erforschen diesen Sektor und sind auf Ihr Schiff gestoßen. Wir möchten mit Ihnen friedlichen Kontakt aufnehmen. Die Nachricht wurde empfangen, jedoch keine Reaktion darauf. Wir versuchen es nochmals. Hier spricht Commander Jack von der Jägerstaffel Durox. Wir erforschen diesen Sektor und sind auf Ihr Schiff gestoßen. Wir möchten mit Ihnen friedlichen Kontakt aufnehmen. Bitte geben Sie ein Lebenszeichen von sich. Die Nachricht wurde empfangen, jedoch keine Reaktion darauf. Schicken Sie eine unbewaffnete Speersonde. Jawohl, Commander Jack. Die ersten Daten werden übertragen. Es gibt keine Sauerstoffatmosphäre. Der Boden und die Wände leben. Das Beleuchtungsniveau ist sehr gering. Der Hohlraum ist gewaltig. Rückzug. Fluchttunnel öffnen.
Der erste Kontakt mit dieser Spezies verlief alles andere als gewohnt. Commander Jack blieb nur die Flucht. Code Red! Bleiben Sie in vollem taktischen Zustand, ein Fehlkontakt reicht. Scannen Sie nur passiv das Schiff. Wir nehmen Kurs auf den Destroyer Durox. Gleich nach der Landung begibt sich Commander Jack mit seinen beiden Kadetten zur Kartografie. Dort trifft er Captain Beatrice, First Commander Ginger, First Commander Sandra sowie Claudia, die KI des Schiffs. Claudia, was haben die Auswertungen der Daten aus dem unbekannten Objekt ergeben? Den Daten zufolge ist es eine Biosphäre mit einem fast unglaublichen Alter. Die Wände wiesen ein Alter von über 900.000 Dorsek auf. Bei den sich bewegenden Leitungen war die älteste 98 Dorsek. Wir können also davon ausgehen, dass die darin lebende Spezies sehr alt ist. Gibt es Hinweise darauf, dass sie mit dem durch den Admiral gefundenen Unas in Zusammenhang stehen? Die einzige Gemeinsamkeit wäre der Chitinmantel der Sphäre. Weder die Atmosphärenzusammensetzung noch die Leitungen weisen Ähnlichkeiten auf. Für eine genaue Ermittlung der Zusammensetzung bräuchte ich eine Probe. Gehen wir einmal davon aus, es gäbe eine Gemeinsamkeit, die lediglich darin besteht, einen gemeinsamen Ursprungsort zu haben. Das vom Admiral beschriebene Wesen wollte einen Wirt, das von Commander Jack gefundene Wesen wollte ganz offensichtlich seine Ruhe. Nachdem das Wesen mit nur einem Hieb die Sonde dermaßen beschädigt hatte, nahm ich an, es ist besser, einen sofortigen Rückzug über Fluchttunnel einzuleiten. Ich schätzte in diesem Moment die Gefahr, die von dieser Sphäre ausging, sehr hoch ein. Wie üblich sind wir nach 1000 Lichtjahren aus dem Fluchttunnel gekommen, um unseren Kurs neu zu berechnen. Dabei sind wir auf dieses Schiff gestoßen. In Anbetracht des schiefgegangenen Erstkontakts habe ich lediglich passives Scannen angeordnet. Ich könnte eine Sonde aussenden, die dieses Schiff genauer untersucht. Ja, Claudia, mach das bitte. Stelle aber sicher, dass sie nur in vollem taktischen Zustand dort eintrifft. Ich möchte keinen schlafenden Bären wecken. Ja, Captain, in Arbeit. Commander Jack, welchen Eindruck machte das Schiff auf Sie? Der Raum, in dem wir das Schiff gefunden haben, wies eine hohe Konzentration von ionisiertem Staub auf. Bei der Geschwindigkeit, mit der es sich bewegt hat, ist anzunehmen, dass es diesen ionisierten Staub aufgenommen hat. Commander Jack, Sie tragen jetzt seit einiger Zeit die neuen gepanzerten Anzüge und wie ich sehe, Ihre beiden Kadetten auch. Meine Frage an Sie und Ihre Kadetten ist, wie ist der Tragekomfort? Von Tragekomfort her gibt es keinen Unterschied zwischen dem alten und dem jetzigen. Jedoch merkt man ganz deutlich, wenn man sich stößt, dass diese Energie absorbiert wird. Scarlett, du bist die Jüngste. Wie fühlst du dich in deinem Anzug? Ich hatte nur sehr kurze Zeit den Standardanzug an. Im direkten Vergleich finde ich diesen angenehmer zu tragen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Im Gegenteil, Scarlett. Eine ehrliche Meinung ist mir wichtig. Captain, ich schlage vor, die Mannschaft mit den neuen Anzügen auszustatten. Ja, Ginger, tue das bitte. Wird erledigt, Captain. Claudia, wir sollten bei den Jägern zwischen zivilen Jägern und militärischen Jägern unterscheiden. Ich möchte, dass sie so schnell wie möglich die gleiche Panzerung erhalten wie der Destroyer. Schließlich geht es um Schutz und nicht um Ästhetik. Wird umgehend erledigt, Captain? Claudia hatte eine unauffällige Drohne gewählt, im Falle, dass die Tarnung versagen würde. Im Drohnenhangar nahm sie selbst zusammen mit Commander Jack und den beiden Kadetten die letzten Justierungen vor.
Bevor die Drohne den Sprungtunnel verließ, ging sie in maximalen taktischen Zustand. Es dauerte nicht lange und die Drohne fand das fremde Schiff. Unbemerkt folgte sie dem Kurs des Schiffes. Sie sammelte Daten über den technischen Zustand des Schiffs, die Besatzung und vor allen Dingen die Bewaffnung. Das Schiff flog direkt auf einen kleinen, unbewohnbaren Planeten zu. Mit den bis jetzt dürftigen Daten konnte sich selbst Claudia keinen Reim darauf machen. Das unbekannte Schiff schwenkte auf die Umlaufbahn des Planeten ein. Die Besatzung des Schiffs begann sofort mit einem massiven Bombardement von Gravitationswellen, um den Planeten aus seiner Umlaufbahn zu zwingen. Claudia projizierte jedes bekannte Objekt in ihre Karten. Nach kurzer Zeit wusste sie, dass dieser Planet in weniger als einem Dorsek einen bewohnten Planeten treffen würde. Jetzt galt es, das Warum herauszufinden. Aus diesem Grund rief sie Rain und Scarlett nochmals in die Kartografie. Rain? Dieser Planet ist Antara, das Asteroidenfeld, das ist der Minenmond. Dann habe ich hier noch einen weiteren bewohnten Planeten. Das ist Zarana, es ist unser Heimatplanet. Was ist mit ihm? Deswegen seid ihr hier, dieses fremde Schiff benutzt Gravitationswellen, um diesen Planeten hier aus der Bahn zu bringen. Was ihnen laut meinen Aufzeichnungen auch erfolgreich gelungen ist. Gibt es irgendeinen Grund, warum dieser unbewohnbare Planet dieses Volk stört? Nicht, dass ich wüsste. Papa, du hast mir doch die Geschichte von dem verwunschenen Planeten erzählt. Scarlett, das ist ein Märchen eigentlich. Bist du schon zu alt, um daran noch zu glauben? Scarlett, erzähle mir bitte die Geschichte. Es gibt einen Planeten, die Bewohner nennen ihn Juwel. Auf ihm gibt es sehr viele Kristalle. Auf ihm leben himmlische Wesen, die sich um die Seelen unserer Gegangenen kümmern. Einmal alle 200 Dorsek taucht der Planet Juwel auf. Er bleibt dann für 10 Dorsek und verschwindet dann wieder. Man sagt, in dieser Zeit kann man die Gegangenen besuchen. Commander, das ist ein Märchen, das man den Kindern erzählt, damit sie mit der Trauer besser umgehen können. Rain, unsere Tarnvorrichtung basiert auf einer Phasenverschiebung. Wir sind dann weder sichtbar noch greifbar. Wir können dann sogar den gleichen Raum einnehmen wie ein anderes Schiff. Solange wir in Phase sind, würden wir dann aus der Phase gehen, gäbe es eine Katastrophe. Ich gehe davon aus, dass dieser Planet Juwel eine natürliche Phasenverschiebung hat. Ich projiziere jetzt die Flugbahn, wie sie vor der Veränderung war, lege dann die jetzige darüber. Dort muss der Planet Juwel sein. So wie ich das sehe, hatten sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder trifft es Zarana oder Antara. Rain, welche der beiden Planeten ist stärker bevölkert? Antara. Durch die veränderte Flugbahn trifft es den Planeten Zarana. Wäre es nicht möglich, die Flugbahn noch einmal zu korrigieren? Dafür ist es jetzt zu spät. Das hätten wir vor einem Dorsek noch gekonnt. Wir müssen den unbewohnbaren Planeten aus der Gleichung nehmen. Wie soll das gehen? Man kann doch keinen Planeten verschwinden lassen. Einen Moment. Ich denke, wenn wir mehrere ausreichend große Generatoren auf der Oberfläche kurzzeitig platzieren, können wir ihn dauerhaft in der Phase verschieben. Die Zeit müsste noch ausreichen. Nachdem die Informationen geklärt waren, begaben sich die vier auf die Brücke. Dort präsentierten sie Captain Beatrice ihren ausgeklügelten Plan. Sie reagierte sofort und gab den Befehl, zum genannten Planeten zu springen. Kaum hatte der Destroyer den Sprungtunnel verlassen, enthüllte sich ein noch größeres Problem. Das unbekannte Raumschiff hatte im Inneren des Planeten eine Kettenreaktion ausgelöst. Das war's für uns. Ganz ruhig bleiben, Rain. Wir sind Phasen verschoben, schon vergessen? Taktik, Bericht. Wir haben keine Schäden erlitten. Das fremde Schiff ist allerdings von den Trümmern zerstört worden. Die Trümmer nehmen beschleunigten Kurs auf Zarana. Der halbe Planet wird Juwel treffen. Zarana wird in einem halben Dorsek getroffen werden. Bei der Größe der Trümmer wird es katastrophale Ausmaße haben. Leutnant Block,
setzen Sie Kurs auf Sarana mit maximaler Sprunggeschwindigkeit. Kurs liegt an Captain. Leutnant Sunshine, nehmen Sie Kontakt mit der Führung von Sarana auf. Übermitteln Sie ihnen, was soeben vorgefallen ist. Teilen Sie ihnen mit, dass wir ein Generationenraumschiff mit entsprechender Größe sind und somit keine Invasoren. Machen Sie deutlich, dass Sie jede Hilfe brauchen, die Sie bekommen können. Jawohl, Captain. In Arbeit. Ginger, ich möchte, dass die Crew rotierend auf die neuen Anzüge wechselt. Ja, Beatrice, ich werde sofort beginnen mit dem Umsetzen. Claudia, wir werden uns jetzt die neuen Anzüge holen. Jawohl, Captain. Captain, ich habe Kontakt mit dem Planeten Sarana. Leutnant Sunshine, legen Sie das Gespräch auf das nächste Terminal. Sie wollten mich sprechen? Mein Kommunikationsoffizier hat Ihnen Daten übermittelt. Bezüglich dieser Daten möchte ich Ihnen meine Hilfe anbieten. Ihre Hilfe? Wie stellen Sie sich das vor? Ich bin Captain Beatrice vom Generationenschiff Destroyer Durox. Wir verfügen über die technischen Möglichkeiten, die Sie in dieser Situation gebrauchen könnten. Möchten Sie bei uns mit Ihrem Schiff landen? Dafür ist Ihr Raumhafen zu klein. Ich komme mit einem Shuttle, dann können wir alles Nähere besprechen. Ja, in Ordnung. Ich erwarte Sie. Wir brauchen keine Hilfe. Wir haben gute Schilde, die haben bisher jeden Meteor abgehalten. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Dakor, was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie mischen sich einfach in mein Gespräch ein. Captain Beatrice, ich erwarte Sie im Raumhafen. Salkron Ende. Was für ein Herzchen ist das denn? Claudia, mit dem Herrn werden wir unsere Freude haben. Commander Jack, Sie und Ihr Team wissen Bescheid. Ja, Captain. Ich bin gespannt, ob sich der Regierungsvertreter Dakor besser benimmt, wenn wir vor ihm stehen. Claudia, das bin ich auch. Na toll, Luxusjacht und ein paar Bodyguards. Das kann ja heiter werden. Dakor, bitte benehmen Sie sich. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Na gut, dann kommen halt ein paar Meteore auf uns zu. Sie haben die Aufzeichnung gesehen. Das ist mehr wie sonst. Das werden unsere Schilde nicht abwehren können. Poppalapop. Na, und dann kommen halt ein paar Meteore herunter. Das wäre nicht das erste Mal, das beunruhigt mich nicht. Ich frag mich, was Sie davon haben, uns Angst zu machen. Werden Sie erstmal trocken hinter den Ohren. Ratsmitglied Dakor, offenbar verstehen Sie den Ernst der Lage nicht. Außerdem frage ich mich, was schlimmer ist, etwas Junges, Dynamisches oder so ein Fossil wie Sie an den Hebeln der Macht. Mein Volk lebt seit Generationen im Weltraum. Wir haben keinen Heimatplaneten. Sie dürfen uns durchaus zutrauen, dass wir von Dingen wissen, die ein planetengebundenes Fossil wie Sie sind, niemals erfahren wird. Ich will Ihnen jedoch gerne auf die Sprünge helfen. Ihr Zentralstern hat wie alle Solarsysteme eine habitable Zone. In Ihrem System befinden sich drei etwa gleich schwere Planeten in dieser Zone. Durch die unterschiedliche Masse der Planeten hat jeder seine eigene Umlaufbahn um den Zentralstern. Salkron, habe Sie das gehört? Dieses Kind bezeichnet mich als Fossil. Dakor, Sie haben damit angefangen, diese junge Frau zu beleidigen. Kaum bekommen Sie von ihr Kontra, sind Sie ihr nicht mehr gewachsen. Jetzt soll ich Ihnen an die Seite springen. Sie haben angefangen, Sie beenden es. Oberster Regierungsvertreter Salkron, wie Sie aufgrund unserer Aufzeichnung gesehen haben.
Hat dieses auch Ihnen unbekannte Schiff den am inneren Rand der habitable Zone liegenden Planeten aus der Bahn gebracht? Stellt sich die Frage, warum hat dieses Schiff das getan? Ohne Grund setzt man sich einer solchen Gefahr nicht aus. Da wir aufgrund unserer Erfahrung jedem Hinweis nachgehen, möge er noch so dumm sein, haben wir auch das Kindermärchen in Betracht gezogen. Schauen Sie sich die holographische Darstellung an. Der verschobene Planet wäre zu diesem Zeitpunkt etwa hier gewesen. Durch das massive Verschieben der Laufbahn trifft er aber Sarana, dass es nach einer weiteren halben Umlaufbahn zu einer fürchterlichen Katastrophe in diesem System führt, scheint den Verursachern kein Problem zu machen. Das Gleichgewicht ist komplett gestört worden, jetzt sehe ich es. In diesem Bereich muss der Planet Juwel sein, was schlagen Sie also vor? Durch die Zerstörung des Planeten rasen jetzt die kleineren Trümmerstücke direkt auf Sarana zu. Der Explosionsdruck hat das größere Trümmerstück wieder auf die alte Flugbahn geschoben. In den nächsten Zyklen wird er aufgrund seines geringeren Gewichts langsamer werden und vom Zentralstern angezogen werden. Besorgniserregend ist jedoch die Masseverteilung, die durch die Explosion entstanden ist. Wenn jetzt der Planet Juwel an seiner Position auftaucht, müssen wir ihn kurzzeitig ebenso schützen, wie wir es mit ihrem Planeten Sarana vorhaben. Danach müssen wir versuchen, Juwel dauerhaft in dieser Raumphase zu erhalten. Dann wäre ein Masseausgleich in dieser Dimension hergestellt. Das große Trümmerstück müsste wiederum seinerseits in Phase gebracht werden. Sie werfen mit Begriffen und technischen Möglichkeiten um sich, Kindchen. Dabei können Sie noch nicht einmal älter als 22 Dorsek sein. Ich höre mir das nicht länger an. Regierungsvertreter Darkor, Sie sind ein kleiner, missgünstiger Gartenzwerg. Ich sage Ihnen, was ich jetzt tun werde. Ich werde meinen Leuten befehlen, alles zusammenzupacken und zu verschwinden. Wir werden dann in 10 Dorsek noch einmal nach diesem System schauen. Dann wird es Sie, aber schon lange nicht mehr geben. In der Geschichte werden Sie dann als der Idiot eingehen, der die ganze Katastrophe noch begünstigt hat. Captain Beatrice, bitte entschuldigen Sie. Darkor, benehmen Sie sich endlich. Regierungsvertreter Darkor, schauen Sie aus dem Fenster Richtung Himmel. Captain an Taktik, Schilde hoch. Dann enttarnen Sie das Schiff. Darkor, sehen Sie das? Das ist mein Schiff. Das ist der Planetenzerstörer Destroyer Durox. Auf diesem Schiff leben mehr Wesen als auf Sarana und Antara zusammen. Ich sagte anfangs, wir sind ein Generationenschiff. Offenbar machen Sie sich keine Vorstellung, was das bedeutet. Ich biete Ihnen Hilfe an. Ich bitte um nichts. Sie unterstellen uns, dass wir Ihnen etwas wegnehmen wollen. Wenn das so wäre, könnte ich es mir nehmen, ohne zu fragen. Oberster Regierungsvertreter Salkrun, Sie haben noch effektiv ein Viertel Dorsek Zeit, sich zu entscheiden. Dann wird es zu spät sein. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie sich schlüssig sind, was Sie wollen. Energie. Darkor, wollen Sie es nicht begreifen? Oder sind Sie tatsächlich so dumm, dass Sie es nicht begreifen können? Sie wollten uns helfen. Von wegen helfen. Sie wollen sich nur in alles einmischen und dann alles übernehmen. Wir schaffen das ohne Sie. Salkrum ist definitiv mit Darkor überfordert. Dieser Mann sieht grundsätzlich hinter allem und jedem etwas Böses. Ich denke, selbst wenn er am Ertrinken ist, würde er den Rettungsring nicht entgegennehmen, weil es könnte eine List dahinter sein. Es ist mir absolut schleierhaft, wie so jemand die Führung eines Planeten übernehmen kann. Er war früher bei der Transportervereinigung. Er hat sehr gute Verträge ausgehandelt. Deswegen wurde er auch in die Regierung gewählt. In der Zwischenzeit weiß jeder, dass das ein Fehler war. Ich schlage vor, dass wir ungeachtet der Tatsache, dass wir keine Einigung erzielen konnten, Vorbereitungen treffen. Wenn nicht offen, dann eben verdeckt. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Dann landen wir mit Frachttransporter. Ich gehe davon aus, dass sie schwer genug sind, um eine feste Verbindung mit dem Planeten zu haben. Transporter schwer genug. Einer nicht reichen wird. Schiff haben weniger Masse wie Planet. Krieg schlagen vor, 12 Transporter reichen. Ich werde es in die Wege leiten. Rein, wie gefährlich ist dieser Darkor? Ich möchte da keine bösen Überraschungen. Ich würde davon ausgehen, wenn er wirklich Panik bekommt, dass er dann gewalttätig wird. Wie gesagt, er hat gute Verträge ausgehandelt. Er ist durchsetzungsfähig. Die ersten Meteore, die Schilde nicht mehr halten können. Welchen Schaden werden sie anrichten? Wenn sie den Raumhafen treffen, dann wird davon nichts übrig bleiben. Warum Ginger? Wenn er erkennt, dass er falsch liegt, besteht die Möglichkeit, dass er dann friedlicher ist?
Wir machen keine Planspielchen. Sobald es losgeht und wir bereit sind, wird Dakor einfach teleportiert und verbleibt so lange im Musterpuffer. Wenn das ganze Spektakel vorbei ist, wird er an den Punkt wieder zurückteleportiert, von wo er erfasst wurde. Für ihn wird nichts passiert sein, somit ist er keine Gefahr für sich und andere. An die Arbeit. Captain Beatrice versuchte bis zum letzten Moment, den Regierungsvertreter Dakor von der Sinnlosigkeit seines Handelns zu überzeugen. Sal Kroon konnte gegen die Sturheit seines Kollegen nichts ausrichten. Als es höchste Zeit zum Handeln war, teleportierten Captain Beatrice und Claudia den Regierungsvertreter Dakor kurzerhand wie abgesprochen. Einen Moment nachdem Dakor verschwunden war, materialisierten sich Captain Beatrice und Claudia vor dem Regierungsvertreter Sal Kroon. Ich sagte vor einem Viertel Dorsek, wenn ich etwas haben will, dann nehme ich es mir. Dakor wird so lange in Verwahrung bleiben, bis Sarana wieder sicher ist. Captain Beatrice, danke. Sal Kroon, Sie sollten dieser Spaßbremse eine andere Aufgabe geben. Nachdem Dakor keinen Schaden mehr anrichten konnte, begann Claudia, alle vorbereiteten Transporter aus dem Hangar auszuschleusen. Die Piloten der Transporter landeten auf den von Krieg festgelegten Positionen auf dem Planeten.
Als Sarana in Phase ging, war es kein Moment zu früh. Die ersten Trümmer waren jetzt kurz vor dem Planeten.